Wir sind ja im Römerbrief, immer noch in diesem Vers 8 von Kapitel 12. Und hier ist eben dieses gewaltige, ungeheuer wichtige Stück der Dienste oder der Ämter oder auch der Gnadengaben. Ich lese nochmal ab Vers 6, damit man den Zusammenhang sieht. Und zwar hat er vorher vom Leib Christi berichtet und sagt, jetzt wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Ich denke, hier muss man ganz nüchtern sachlich einfach seine landläufige Vorstellung von, wie soll ich es nennen, christlichen Werten etwas revidieren. Und zwar, wir haben hier etwas, man sagt ja in der Regel, die Geistesgabe steht in 1. Korinther 12, 13, 14, wie sie abgehandelt werden, wie weit sie begrenzt sind. Aber wir müssen etwas feststellen, es gibt in der Bibel eine ganze Palette, die nicht immer an einem Platz aufzählt wird. Hier haben wir zum Beispiel eine Aufzählung von Gnadengaben, von Geistesgaben. Und das spielt für unsere heutige Abhandlung eine relativ große Rolle. Ich muss das einfach sehen, die Bibel geht bei dem, was sie als Geistesgabe bezeichnet, eigentlich heißt es ja Gnadengabe, geht sie viel weiter, wie wir denken. Zum Beispiel bestimmte diakonische Dienste, die kannst du tun, aus einer gewissen Qualität heraus, 1. Timotheus 3,8, du kannst ja aber auch tun, aus einer Gnadengabe heraus. Und genau das, was heute dran ist, das meint sie hier aus. Das heißt hier, wer ermahnt, der diene in der Ermahnung, wer gibt, gäbe in Einfalt, haben wir ja studiert, und jetzt, wer vorsteht, tue es mit Eifer. Und jetzt haben wir hier eine Besonderheit. Diese Dienstfunktionen des Leibes Jesu Christi, die sind so, dass ganz viele Funktionen aus zwei Quellen getätigt werden können. Das heißt, in der Regel gibt Gott für die Gläubigen, denen er hier einen Dienst vorgesehen hat, gibt er die Gnadengabe zu bestimmten Diensten. Es gibt aber parallel dazu, und das ist eine Parallele, gibt er letztendlich auch Dienste, die zum Beispiel jemand gleich oder ähnlich ausführen kann, ohne dass er jetzt eine spezifische, direkte Gnadengabe dazu hat. Also da gehört zum Beispiel unter anderem dazu, die Bibel sagt es ganz klar, es gibt eine Gnadengabe zu lehren, es gibt aber auch letztendlich die Möglichkeit, im Rahmen vom Dienst zu lehren. Und es gibt hier jetzt auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es gibt hier die Möglichkeit, vorzustehen. Vorzustehen hat viele Bedeutungen, aber unter anderem zielt es letztendlich auch auf Ältester. Aber es gibt hier die Gnadengabe, vorzustehen. Das ist ein Charisma, das Gott jemand gibt. Aber es gibt auch gleichzeitig in 1. Timotheus 3, Vers 8, den Dienst, Ältester zu sein, vorzustehen, aufgrund von menschlicher und aufgrund von geistlicher Qualität. Paulus sagt, strebe das an, wenn die Kriterien erfüllt sind, dann könnt ihr den Dienst tun. Er sagt dort nicht, dass unter diesen Umständen die Gnadengabe dazu da sein muss. Aber was ohne Frage ist, wenn jemand die Gnadengabe hat, fällt er trotzdem unter die Kriterien von 1. Timotheus 3,8. Das heißt, es sind so Zusammenspiele, wo man einfach verstehen muss. Aber jetzt müssen wir uns das angucken. Was meint die Bibel? Da heißt, wer vorsteht, tue es mit Eifer. Dieses Vorsteher, Prostemi, das kommt, eigentlich in der Medizin kommt das Wort ja auch vor, und das hat eine sehr breite Bedeutung. Es bedeutet also im Aktiven zuerst einmal an die Spitze von etwas stellen. Aber da gehört auch dazu, sich entgegenstellen, also es ist eine Form von Verteidigung, entgegentreten, gegen jemanden für etwas eintreten, an jemanden praktisch rächen, vor etwas treten, vor etwas stehen, und insbesondere bedeutet es eine Form von beschützen, verteidigen, auch etwas abwehren, vor jemand hintreten, jemand um etwas bitten, insbesondere zu einem Gotte flehen. An die Spitze treten, an die Spitze stehen, vorstehen oder Vorsteher sein,
über etwas gesetzt sein, befehligen, verwalten, leiten, regieren, Führer sein, die Aufsicht oder den Vorsitz führen, die Hegemonie haben, auch sich einer Sache annehmen, etwas besorgen, ausführen, ausüben, Vorsteher, Anführer, Parteiführer, Leiter, Vorkämpfer, Haupt. Wenn man es im Medium sieht, ein Medium ist im Griechischen, hat immer, also man kann es ganz einfach sagen, aktiv heißt, ich tue es, in der Regel Dritte gegenüber, passiv in der Regel heißt, ich lasse es an mir geschehen, und die Mittelform, das Medium, bedeutet in der Regel, ich tue es für mich selber. Wenn ich sage, ich wasche mich, dann ist es in der Regel Medium. Also das ist was, was ich auf mich selber beziehe. Da heißt es, etwas oder jemanden vor sich hinstellen, besonders und seinem Schutz übertragen, sich hinter jemand stecken. Das heißt, man nimmt jemand als sein Beschützer an. Jemand zu seinem Vorsteher machen, an seine Spitze stellen. Etwas als wahren Grund einer Sache hinstellen oder zeigen, etwas vorschützen oder als Vorwand gebrauchen, etwas vorziehen. Wenn man das jetzt genau sich anguckt, dann sieht man, dass das im Neuen Testament gar nicht so oft vorkommt, sondern in der Regel auch benutzt wird, wenn es um Dienste geht, Ältestendienst, Diakoniedienst, ähnliche Sachen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man überhaupt das versteht. Warum muss eine Gemeinde Älteste haben? Warum dürfen die Älteste nicht faul sein, sondern müssen fleißig sein? Warum müssen sie eifrig sein? Was soll das alles? 1. Timotheus 3,15. Ich denke, dazu gehört auch die gefallene Schöpfung, und nur wenn man das versteht, versteht man hier auch, was Gott wollte. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Damit sagt die Bibel, die Gemeinde ist der Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Wir dürfen etwas nie vergessen. Die Bibel lehrt ganz klar, auch in der Versuchungsgeschichte Jesu, dass diese Welt in den Klauen des Teufels ist. Der Herr Jesus widerspricht ihm nicht, wo er sagt, ich kann dir das alles geben. Das ist in der Kralle des Teufels. Unter Zulassung Gottes, muss man ganz klar sagen, der Teufel hätte keine Macht, wenn Gott es nicht zulassen würde. Und hier haben wir was ganz nüchtern Sachliches. Der Teufel ist, und das sagt die Bibel ganz klar, der Vater der Lüge und ein Mörder von Anfang an. Das heißt, wenn das so ist, dann muss diese ganze Welt von zwei Dingen geprägt sein. Von Mord und Totschlag, das ist sie, und von Lüge, dass sich die Balken biegen. Und das ist auch. Das heißt, wir sind alle viel zu naiv, wir glauben da nicht alles, was man uns sagt. Wir glauben da, wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage, wenn ich heimfahre, in der Regel tue ich habe spezielle Nachrichtensender, wo die ganze Zeit um die Uhr laufen Nachrichtensender. Ich tue die Nachrichterei. Jetzt kann das sein, das stimmt, das kann aber auch sein, gelogen. Es kann auch sein, ich manipuliert. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat mich hergestrahlt und die hat gesagt, Walter, das ist alles falsch, was du sagst. Und dann sagt sie, nein, ich habe recht. Und ich sage, sag mal, wie kommst du eigentlich drauf, dass du recht hast? Und dann sagt sie, es ist ganz einfach, es ist amtlich. Und dann sage ich, wieso? Dann sagt sie, es kam im Fernsehen. Und ich sage, Walter, ich sage, es sind Redakteure. Die sind ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts, die sind ein bisschen mehr bezahlt, ein bisschen weniger bezahlt, die sind manipuliert, die sind geschmiert. Und man hat genau das, was letztendlich ihnen in den Kram passt. Das müssen wir einfach sehen. Die Bibel ist letztendlich in den Glauben des Teufels und damit von Lüge geprägt. Mord lassen wir jetzt mal weg, das ist das, was hier Krieg, Verbrecher und so. Aber jetzt meine ich mal ganz gezielt, es geht um Lüge. Jetzt sagt die Bibel, die Gemeinde Gottes ist ein Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, in diesem System der Lüge gibt es eigentlich nur eine einzige Institution, die die Wahrheit vertritt. Das ist die Gemeinde Jesu. Jetzt können wir sagen, das ist arrogant. Aber die Bibel sagt ganz klar, die Gemeinde ist der einzige Ort, wo eigentlich die Wahrheit herrschen muss. Nun besteht aber die Gemeinde ja letztendlich wiederum aus lauter bekehrten und begnadigten Sündern. Und jetzt sagt die Bibel aber auch ganz klar, dass selbst auch der begnadigte Sünder von der Natur her ein Lügner ist. Die Bibel sagt ganz klar, alle sind Lügner, nur Gott ist wahrhaftig. Das heißt zu Deutsch, wenn jetzt ein Gläubiger im Fleisch lebt oder ins Fleisch fällt, dann wird er automatisch dieser Lügennatur wieder ausgesetzt. Und dann passiert in der Gemeinde das Gleiche.
Und jetzt sagt die Bibel hier etwas, und das sagt er zu seinem Lieblingsjünger Timotheus. Er erklärt ihm etwas, und er erklärt ihm dann auch das Ältestamt. Er sagt zu ihm, praktisch, er sollte einfach wissen, wie man im Hause Gottes, also in diesem Grundpfeiler der Wahrheit, in diesem Umfeld wandeln soll, wie man sich benehmen soll, wie man sich hier geben soll, weil es ist die Grundfeste und der Pfeiler der Wahrheit. Und nun zeigt Gott, dass man das bewahren muss, da muss man drüber wachen. Und genau das ist letztendlich unter anderem, nur ein Teil der Aufgabe, das ist unter anderem die Aufgabe von Ältesten. Natürlich, das muss man jetzt einfach nüchtern sehen, der Großteil, was auch hier in der Welt sich abspielt, ist, dass wenn Menschen, die auch einen ältesten Dienst oder Ältestenamt haben, wenn sie das nicht verstehen und es sieht wie ein Vorstand im Verein, dann fangen diese Leute an zu herrschen über die ihnen anvertraute Seele und dann versündigen sie sich. Weil es ist kein Ehrenamt, sondern es ist ein Arbeitsamt. Das ist ein Amt und ein Dienst, wo man arbeiten muss. Das ist ein Amt und Dienst, wo man sein Privatleben teilweise auf den Altar legen muss und opfern muss, weil es gar nicht anders geht. Und das ist ein Amt, wo man in der Regel keinen Beifall kriegt, sondern in der Regel meistens verlästert wird, je nach Lage, manchmal auch nicht. Das ist ganz unterschiedlich, aber es ist etwas Kitzeliges. Und es ist insofern kitzelig, wenn man Aufgabe hat, in der Schnittstelle zwischen Licht und Finsternis zu stehen. Und wenn du an der Schnittstelle von Licht und Finsternis stehst, dann kriegst du, ob du willst oder nicht, von diesem Kampf etwas ab. Und das ist sehr unangenehm. Und von daher, je nachdem, wie man Ältestenamt definiert, wie man es nennt, wie man es beschreibt, wirst du Menschen haben, die sich da danach anstellen und danach streben oder nicht. Wir haben in Altstadt einen Filter, der uns vor viel falschem Wolle fürs Ältestenamt bewahrt. Wir haben eine ganz hohe Hemmschwelle. Wir haben eine Rechtsform, weil wir können vom Gewissen her kein EV sein, weil ein EV kann man über Vereinsrecht aushebeln. Wir haben eine Rechtsform, wo die Ältesten eine sogenannte Gesellschaft nach dem bürgerlichen Recht gebildet haben. Das ist Interessengemeinschaft, also Arbeitsgemeinschaft, formalerische Ausgleiche. Das ist etwas, wo der Staat gar nichts sagen kann. Das ist ein loser Zusammenschluss, wo zum Beispiel 5 oder 6 Personen sagen, wir letztendlich wollen das gemeinsam tun, nämlich für diese Gemeinde den Kopf hinhalten. Und das ist bei uns so geregelt, dass man hier als Mensch, sobald man hier ältest ist, muss man unterschreiben, dann gehört man zu dieser Gesellschaft. Und das bedeutet, dass man das volle Risiko tragen muss, rechtlich, finanziell, in jeder Beziehung. Die Gemeinde hat gar keins. Sondern der, wo ältest ist, muss alles tragen. Wenn die Gemeinde pleite geht, muss er zahlen den letzten Cent für sein Vermögen. Wenn es einen Rechtsstreit gibt und man würde sogar, es ginge bis zum Letzten, dann muss er den Kopf dafür hinhalten. Und das hat eine sehr starke Schutzfunktion, auch dass ganz viele gar nicht mehr Ältester wären wollen. Das wollen wir, die Ehre wollen viele, aber das wollen ganz wenige, weil da musst du den Kopf hinhalten. Aber wenn man das auch richtig versteht, bräuchte man eigentlich solche Schutzfunktionen nicht. Ich bin dankbar, dass wir sie haben, hat uns vor vielem bewahrt. Aber mir geht es einfach darum, auch heute rauszukristallisieren. Wenn auch ein Ältester eine Gnadengabe sein kann und Paulus ermahnt, man soll das, beziehungsweise wenn es der Paulus war, aber er war es, ohne Frage, der das ganze Szenario aufgelistet hat, beziehungsweise wenn man es genau nimmt, war es nicht, sondern es war der Heilige Geist, der Paulus benutzt hat. Also Paulus war nur ein Werkzeug, es ist das letztendlich das, was Gott will. Und von daher haben wir eine ganz nüchtern sachliche Darstellung vom ältesten Dienst als Gnadengabe. Und jetzt sagt er, wenn du das tust, musst du es mit Eifer tun. Ich habe mir das überlegt, du könntest das jetzt ganz kurz abhandeln und sagen, ein Ältester darf nicht faul sein, könntest du alles drauf aufbauen. Aber das bringt ja nichts, sondern mir geht es eher darum, dass wir in dem Zug dieses ganze Amt verstehen, dass man auch keine falsche Ehrfurcht hat, dass man aber trotzdem sieht, wie Gott es sieht. Und dann wieder eine biblische Ehrfurcht aufbaut und eine biblische Distanz. Aber nicht das in die Vereinsmeierei reinkommt oder das Menschliche oder das Machtdenken. Einfach, dass wir verstehen, was meint Gott. Und wenn das richtig läuft, dann ist auch das mit Eifer relativ einfach zu tun. Auf jeden Fall nochmals, ganz wichtig, die Welt ist eine Ansammlung von Lügnern. Die Welt ist die Spielwiese des Teufels und sein Lügengebilde. Mittendrin ist die Gemeinde und die Gemeinde ist die Grundfeste und der Pfeiler der Wahrheit.
Und um diese Wahrheit auch zu verteidigen, hat Gott gesagt, er gibt eigentlich zwei große Ämter oder Dienste. Das ist einmal das älteste Amt, die haben eine bestimmte Funktion. Das zweite ist das diakonische Amt, die haben eine zweite Funktion. Mit diesen zwei Ämtern sagt Gott praktisch, plus den Gnadegaben der einzelnen Gläubigen, das ist ja ein Ganzes, darf man ja nicht getrennt sehen, hat er praktisch alles abgedeckt. Einfach, wenn man es uns einmal anguckt. Apostelgeschichte 20, Vers 17. Ich möchte eigentlich nur die Schrift reden lassen, ohne da jetzt was rein zu interpretieren. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Die Gemeinde Jesu ist global, aber ein Amt eines Ältesten ist immer regional. Und zwar, es gibt für die Gemeinde Jesu zwei Ämter, ein regionales und ein überregionales. Also, dass man es nochmal richtig versteht, die Gemeinde selber ist überregional in der Gesamtheit der Gemeinde Jesu eingepropft, aber das einzelne Amt der Gemeinde ist nur regional, obwohl die Gemeinde dann auch Ämter hat, die überregional sind. Das sehen wir nachher gleich. Überregional ist zum Beispiel Hebräer 13, Vers 7. Gedenket an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das ist jetzt nicht unbedingt jemand gemeint, nur in der eigenen Gemeinde. Das sagt er, die ganze Führer der Gemeinde Jesu. Da gehört ein Georg Müller dazu, da gehört ein Hudson Taylor dazu. Wo er sagt, seht euch das Leben dieser Männer an und dann ahmt es nach. Und dann sagt er was ganz Interessantes. Er sagt hier praktisch, das Ende schaut an. Das heißt, schau nicht das Leben der Lebenden an, sondern der Toten. Das heißt, sie das Leben dieser Männer an, die bereits beim Herrn sind, die gestorben sind, die heimgegangen sind, die beim Herrn Jesus sind, und sie ihr Leben an, sie an, auch wie sie geendet haben. Das ist hochinteressant. Und damit hast du hier eine biblisch fundierte Erweisung, nicht nur die Personen des Alten und des Neuen Testaments zu studieren, sondern grundsätzlich Biografien zu lesen. Dass du nämlich siehst, wie die Führer des Reiches Gottes, was das für Menschen waren. Und da siehst du auch die ganzen Fehler und da siehst du alles. Aber da hast du was Überregionales. Bei dem Überregionalen hast du hier Führer. Und diese Ämter, die da dazugehören, zu dieser ganzen Funktionalität, ist Epheser 4, 11. Und zwar, das wirkt überall. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und zwar nicht für die Ortsgemeinde, sondern zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi und nicht der Einzelgemeinde. Das heißt, jetzt müssen wir ganz, ganz deutlich unterscheiden zwischen einem regionalen Dienstältester und einem überregionalen Dienst. Wenn ich von Gott her eine Gnadegabe bekommt zu so einem überregionalen Dienst, dann meint Gott, dass das wirken soll, egal wo du hinkommst. Das sind auch die Brüder in der Regel, die einen überregionalen Dienst haben, zu reisen. Das gehört auch dazu. Du musst ganz klar unterscheiden bei dir persönlich, ob du einen Dienst hast, überregional zu wirken oder einen Dienst hast, regional zu wirken. Ja, du musst hier auch aufpassen, man darf hier nicht menschlich denken. Da lädt dich eine andere Gemeinde, super, man lädt mich ein zum Predigen. Man sagt, Vorsicht! Du musst ja gucken, ist das dein Dienst? Ich hab schon so viele Einladungen gekriegt und ich sage es ganz ehrlich, wenn ich dann ein junger Spund gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich ein paar Mal in die Falle. Hätte mich gefreut, die laden dich ein, da gehst du hin. Je länger das ging und ich das verstanden habe, habe ich manchmal die Brüder furchtbar enttäuscht. Ich habe zu ihnen gesagt, nein, ich gehe nicht mit euch. Ich gehe mit euch nie, weder nach Amerika, noch nach Russland, noch nach Moldawien, noch nach Jugoslawien, ist nicht mein Dienst. Es tut mir leid. Mein überregionaler Dienst von Gott her, ich weiß, wie weit der geht, ich kenne die Grenze meines Arbeitsgebietes. Ob die so bleibt, weiß ich nicht, zumindest zurzeit ist die klar. Hier ist ein klarer überregionaler Grenzbaum gesetzt. Aber etwas ist wichtig, du musst auch als Gläubiger wissen, ob du eine örtlich begrenzte Begabung hast oder ob du eins dieser Ämter hast, das überregional wirkt, weil sonst machst du Fehler. Wenn jemand, der nur regional ist, überregional anfängt zu arbeiten, macht er Unsinn. Genauso, wenn jemand, der von Gott her für ein überregionales Amt vorgesehen ist und nur in der Gemeinde bleibt, versündigt er sich auch, weil er nämlich den Leib Christi schädigt, weil er seinen Dienst nicht tut. Beides ist falsch. Also man muss hier aufpassen. Also das Überregionale hat natürlich gesteuert vom 1. Korinther 12, 18, Platz im Leib Christi.
Dann 2. Korinther 10, 13, mein Arbeitsfeld, das Gott ganz klar bei der Bekehrung gegeben hat, das Maß des Glaubens. Sag's mal vorsichtig, wenn jemand eine überregionale Berufung hat, wenn jemand zu diesen Ämtern von Gott berufen ist, dann hat er in der Regel die Gnadengaben, Mehrzahl dazu, die er braucht. Und er hat in der Regel auch das Maß des Glaubens, der kann das, der braucht auch nicht viel tun. Es geht fast von allein, es muss gehen, weil er hat ja gar keine Zeit zum hier, jetzt sag ich es mal vorsichtig, hingehen. Wenn du eine Kette von Dienst hast, kannst du nicht jedes Mal einen Tag vorbereiten, dass du den Dienst machen kannst. Es geht nicht. Also da gibt dann Gott alles, was man dazu braucht. Auch 1. Petrus 4, Vers 10, die persönliche Gnadengabe, das Charisma dazu. Und er gibt hier auch dann dazu 2. Korinther 10, 18, ich denke, ist ein wichtiger Punkt, die Bestätigung. Und ohne die Bestätigung wird es schwierig. Sag mal, das ist auch nicht pfingstlerisch, weil da manche Angst haben, überhaupt nicht. Sondern Gott gibt durch den Heiligen Geist eine bestimmte Bestätigung und die muss laufen. Das ist überregional. Überregionale ist, es kann sein, dass jemand nur eine überregionale hat, es kann jemand sein, dass nur jemand eine regionale Berufung hat, es gibt aber auch gemischte. Regional, das ist die Gemeinde, das ist auch 1. Korinther 12 und das ist Römer 12. Und zwar muss genau gucken, was gehört zu wem. Und das sagt er zum Beispiel, wer vorsteht und sagt, diese Gnadengabe vorzustehen, ist keine überregionale Gnade. Gabe, sondern Gnadengabe vorzustehen, geht auf Ortsgemeinde. 1. Timotheus 3,1. Aber jetzt kommen wir wieder zum Unterschied. Wenn jemand die Kriterien nach 1. Timotheus 3 für Älteste erfüllt in einer Ortsgemeinde, dann ist das sicher die Qualifikation für die örtliche Gemeinde. Wenn aber jemand die Gnadengabe hat, Ältester zu sein, und er zieht um im Wille Gottes, dann wird er an dem neuen Platz, wo er ist, wieder Ältester sein. Das ist normal, weil die Gnadengabe da ist. Es sei denn, er verstößt gegen die Kriterien. Das ist eine kitzlige Sache. Ihr werdet nachher sehen, es geht wie ein Zahnrad ineinander. Aber wenn wir uns das jetzt angucken, er sagt hier bei den regionalen Diensten, 1. Timotheus 3,1: Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Das ist jetzt das, wo jemand auch noch einmal Ältestenamt oder noch einmal Ältestendienst trachten darf, ohne dass er jetzt unbedingt die direkte Gnadengabe haben muss. Die Bibel sagt, praktisch anstelle der Gnadengabe, da ist das ganze Paket dann drin, muss er aber bestimmte Kriterien erfüllen. Und in dem kannst du auch nachsehen, ob der nämlich die Gnadengabe hat. Und zwar, nun muss aber ein Aufseher, und jetzt sind wir bei dem Wort Vorsteher, Aufseher, Ältester, das ist alles Gleiche. Das sind nur andere Bezeichnungen. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau. Da haben wir lange gestritten. Heißt es, er muss verheiratet sein? Oder darf er nur eine Frau haben? Das spielt zum Beispiel in den sagen wir mal, überregionalen afrikanischen Ländern, wo die Missionare sind und wo jemand drei Frauen hat, kann das eine riesige Rolle spielen. Kann aber auch eine Rolle spielen hier bei uns in Deutschland, wenn jemand zweimal verheiratet ist und beide, die leben noch, dann kann er kein Ältester sein, sagt die Bibel ganz klar. Darf nur Mann einer Frau sein, das ist ja also ganz eindeutig. Und sie sagt, er muss untadelig sein. Jetzt kann man natürlich, könnte man hingehen, könnte ja Bibelarbeit jedem Abend machen, nur über das, was ist untadelig. Untadelig ist etwas, wie soll ich es nennen? Sag mal, wo ich auf die Bank wäre als Lehrling, dann musste ich ein polizeiliches Führungszeugnis bringen. Das heißt, man sagt da im Schwäbischen, es ist ein unbescholtener Bürger. Das ist untadelig. Also das ist gemeint. Man muss einfach sehr nüchtern sagen, ich gemeint, jemand, der auf dem Ruf her und von seinem ganzen Gebaren, von den Nachbarn, vor allem her, wo man sagt, ist ein anständiger Mensch. Also das ist praktisch hier gemeint. Also zuerst einmal ist die Bibel ganz nüchtern, sachlicher, nüchterner Menschenverstand. Sagt ein Aufseher muss ein unbescholtener Mann zu Deutsch sein. Er sollte nur einmal verheiratet sein, er sollte nüchtern sein. Warum nüchtern? Der Teufel ist ein Lügner. Wenn jemand nicht nüchtern ist und zur Schwärmerei neigt, und jetzt darf man das natürlich nicht falsch sehen, wir sagen oft, oh, das sind Schwärmer. Wisst ihr, Schwärmerei hat überhaupt nichts mit Bewegung zu tun. Du findest die Schwärmerei in dem trockensten pietistischen Kreis. Du findest in dem gesetzlichsten Recht, ich sage es mal wirklich, orthodox rechtgläubige,
Brüderverein oder in der Brüderbewegung oder bei den Baptisten, bei den Methodisten, egal wo, findest du Leute, die, obwohl die ganze Richtung nüchtern sachlich ist, findest du Leute, die sind schwärmerisch. Darf ich euch mal was zeigen, was schwärmerisch zum Beispiel ist? Eine der schwärmerischsten Lehrer, die die Gemeinde Jesu jemals hervorgebracht hat und die wahrscheinlich mehr geistliche Verwundungen und geistliche Halbtote oder Tote gefordert hat, wie jede andere Lehre, war die Lehre von der Bedeckung mit Jesu Blut. Das ist eine absolut schwärmerisch unnüchterne Lehre, wenn die Bibel das gar nicht lehrt. Die Bibel lehrt an keiner Stelle, ich soll mir das Blut Jesu stellen. Sie sagt, das Blut Jesu, wenn man jetzt die Stelle nimmt aus 2. Mose 12, sagt nur, schützt vom Zorn Gottes, und das sehen wir alle so, reinige mich mit durch dein Blut, sobald mich der Herr Jesus mit dem Blut reinigt, ist der Zorn Gottes gestillt. Das ist biblisch. Insofern schützt mich das. Aber wenn ich das nehme und sage, bedeck mich mit deinem Blut und ich glaube dann, dieses Gebet bewirkt, dass der Teufel mich nicht angreifen kann, habe ich zwei entscheidende Fehler gemacht. A, ich habe mystisch gehandelt, schau abergläubisch, und B, es ist nicht biblisch. Weil die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, um die Angriffe des Teufels abzuwehren, muss ich im Endeffekt etwas ganz anderes tun. Ich muss nämlich hingehen und muss nüchtern sachlich die Waffenrüstung des Gläubigen aus Epheser 6 anziehen. Ist was ganz anderes. Also das ist jetzt eine typische unnüchterne Lehre. Unnüchterne Lehre sind zum Beispiel auch, ich nehme jetzt bewusst einmal nicht charismatische Lehre. Also ich sage jetzt nicht, jeder muss in Zunge reden oder sowas. Das ist auch unnüchtern. Sondern was ganz anderes. Was eine ganz unnüchterne Lehre ist und eine ganz böse Lehre ist die, wenn jemand geheiligt genug war, das haben die Brüder gelehrt, das haben vor allem namhafte Männer der evangelikalen Welt gelehrt, dann ist, wenn man seinen Sarg öffnen würde, ist der Sarg leer. Weil Gott ihn in der Ausauferstehung vorher hat auferstehen lassen, weil er so geheiligt war, und Gott wieder Elia sofort zu sich genommen. Das ist eigentlich ein Märchen. Die Bibel sagt ganz klar, die Gläubigen werden bei der 7. Posaune, bei der letzten Posaune auferstehen, keinen Millimeter vorher. Also das ist auch Schwärmerlehre. Dass du dann besonders in der Heiligung lebst, hast die Hoffnung, wenn ich sterbe und mein Sarg würde mal ausgraben, wäre er leer. Das ist ein Unsinn. Das sind so Schwärmereien. Und da sagt die Bibel, der muss nüchtern sein. Er darf nicht für Extremlehre anfällig sein. Er muss sachlich sein. Er darf auch nicht schwärmerisch sein, dass man ihm einreden kann, jetzt kommt in der Endzeit eine große Erweckung. Und jetzt müssen wir bestimmte Methoden anwenden. Und dann muss ich sagen, Entschuldigung, die Bibel lehrt das auch nicht. Sondern er muss sachlich sein. Er muss, darf ich das Wort gebrauchen? Ich scheue mich fast. Aber auf dem Punkt muss er eiskalt sein. Er darf sich nicht erschüttern lassen. Nur ein Beispiel. Ein anderer Ältester ruft mir an, ein Mann, der ich sehr schätze und der auch wirklich ein hohes Niveau hat. Aber das war ein Mann, der noch nicht so viele Erfahrungen hatte. Und er hat mir dann, ich schätze, eine halbe Stunde am Telefon etwas Wunderbares erzählt, geistlich, was machbar ist. Und ich habe mir das auch gehört. Und je länger ich mir das angehört habe, habe ich mir einfach ganz nüchtern sachlich die Frage gestellt, lehrt die Bibel das auch? Habe es einfach verglichen von meinem Bibelwissen her. Von daher ist es ganz wichtig, wenn man nüchtern sein will, braucht man Bibelwissen. Und je länger der Mann mir das erzählt hat, das war alles nicht falsch, das war alles erstrebenswert, das war alles gut, habe ich gemerkt, ist nicht biblisch. Dann habe ich nur am Schluss bloß eine Frage gestellt und habe gesagt, darf ich dich fragen, wo steht es? Und dann sagt der Bruder, wie meinst du das? Und dann sage ich, das, was du mir erzählt hast, ist alles gut, aber wo ist es? Biblisch. Und wenn es nicht biblisch begründet ist, dann wird ein nüchterner Mensch sagen, stopp. Lass uns das einmal eine Zeit vom Herrn bewegen, vielleicht ist das eine Möglichkeit, aber zuerst mal schießen wir da gar nicht rein, sondern das gucken wir uns ganz nüchtern sachlich, ob die Bibel diesen Spielraum lässt. Also das ist hier mit nüchtern gemeint und vom Ältesten erwartet die Bibel, dass er anständig ist, dass er unantastbar ist, dass er Mann einer Frau ist und dass er letztendlich nüchtern ist. Jemand, der nicht nüchtern ist, hat als Ältester keinen Wert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Besonnen. Das heißt, er lässt sich nicht ins Boxhorn jagen, wie man im Volksmund sagt. Das heißt, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er muss besonnen sein. Wenn jetzt zum Beispiel in der Gemeinde Irrlehre auftritt, oder wenn in der Gemeinde ein Skandal passiert, oder wenn eine Gemeinde Verdächtigungen auftauchen, das passiert ja auch in der Gemeinde, wenn es plötzlich unangenehme Dinge gibt, dann muss er besonnen sein. Er muss lernen, er muss in der Lage sein, abzuwägen. Wie reagiere ich? Reagiere ich hart? Reagiere ich weich?
reagiere ich überhaupt nicht. Nur Beispiel, ich kriege die Woche Mail von meinem Bruder, der schreibt mir glühend, was sagst du dazu? Und dann hat er mir aufgelistet, andere Brüder, zum Glück in der Albstadt, andere Brüder, wo er ganz klar gesagt hat, ich werde die vor Gericht verklagen. Aus folgenden Gründen, hat rum, wum, ein Riesenwuscht. Ich habe es lange überlegt. Ich habe gesagt, es ist ja jetzt nicht, das hat jetzt eher mit meinem überregionalen Dienst zu tun. Ich sage, mit meinem Ältestenamt hat es immer gar nichts zu tun. Ich habe mir überlegt, was passiert hier? Da musst du dann besonnen abwägen, was machst du mit dem? Mir war dann klar, wenn der das tut, würde er Schande aufs Recht Gottes bringen, ohne Ende, würde ein paar andere Leute das Elend ziehen. Und ich habe dann den Mann analysiert und bin zum Schluss gekommen, der Mann hat eine Charakterstruktur, die das einfach am Teufel leicht macht, ihn hier verrückt zu machen. Dann habe ich seinen Gegner oder seine zwei Gegner, die er erschießt, haben wir angeguckt, das sind eher, wie soll ich sagen, man sagt so Holzklötz, die eigentlich nichts merken. Das heißt, wenn die jemand auf die Zehe tappt, hat es nicht gemerkt. Jetzt ist hier ein sensibler Mensch mit so einem Holzklotz zusammengekommen und der Teufel hat das ausgenutzt. Jetzt, was tust du? Jetzt bin ich zuerst mal hingegangen und habe dem Mann geantwortet. Ich habe gesagt, Punkt 1, und das ist besonnen. A. 1. Korinther 6 verbietet dir sowas. Du kannst es gar nicht tun. Matthäus 18, wenn die sich an dir versündigt haben, dann musst du Folgendes tun, wenn du gehorsam bist. Du gehst mit einem Zeuge hin, also zuerst gehst du mal unter vier Augen hin. Wenn sie dich wegschicken, dann gehst du mit einem Zeuge hin. Wenn es dann wieder nicht klappt, dann gehst du vor die Gemeinde. Wenn es dann wieder nicht klappt, dann darfst du nicht vor Gericht gehen, dann musst du ihn achten wie ein Heide. Dann denkst du, das ist schon wie ein Ungläubiger. Dann haben das geschrieben und dann bin ich auch hingegangen, das gehört auch dazu, und habe den anderen überregionalen Arbeiter, den er eingeschuldet hat, den habe ich angerufen und gesagt, du pass mal auf, ich will dir bloß eins sagen, ich habe das Mail gekriegt, du bist genannt, ich habe folgender Rat gegeben. Das Interessante war, der Bruder kam in etwa zum gleichen Schluss, der war dann dankbar. Wisst ihr, besonnen heißt, ich muss eine Fähigkeit haben und eine gewisse Erfahrung, wie gehe ich mit Krisensituationen um. Da gehört auch dazu, du kriegst jetzt plötzlich ein gesetzliches Verbot, Versammlung zu halten, wenn Verfolgung kommt. Wie gehst du mit dem um? Was mir die Brüder in Rumänien erzählt haben, das hat mich schockiert. Ich hab dann auch so mit leuchtenden Augen gesagt, ihr habt ja Verfolgung gehabt. Sagt dein Bruder zu mir, vielleicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, aber er hat mir zum Ausdruck gebracht. Er sagte, weißt du, Karl Hermann, es ist so gesagt, die, wo sich vernünftig benommen haben, haben fast keine Verfolgung gehabt. Wir haben aber immer wieder Leute gehabt, die unbesonnen waren, die haben es sogar herausgefordert. Das heißt, und jetzt kommen wir schon zu dem Punkt, an anderer Stelle sagt er, kein Neuling. Wenn jemand Ältester sein will oder vorstellen will, braucht er gewisse Erfahrung. Lebenserfahrung und vor allem Gemeindeerfahrung in Krisensituationen. Und von daher ist es gar nicht so gut, wenn man Krisensituationen heimlich abhandelt, sondern manchmal ist es sogar gut, wenn man es relativ offen sagt. Also man muss da reagieren. Nur ein typisches Beispiel. Ich erzähle nochmal was auf die Gefahr, dass ich Prügel bekomme. Die Bibel lehrt ja zum Beispiel, dass die Frau nicht lehren soll. Klare Aussage. Beim Brotbrechen ist es bei uns so, das ist ja auch Form von Lehre, dass einfach die Brüder aufstehen und ein Wort sagen. Plötzlich steht eine Frau auf, die als Besucherin kam. Eine Frau, die ich wusste, dass es schwierig ist, die Frau steht auf, ergreift das Wort. Was ist jetzt besonnen? Menschlich wäre gewesen, zu sagen, jetzt lasse reden, wir wollen keinen Skandal, wir wollen jetzt unsere Ruhe. Mir war sofort klar, geistlich, nein. Also was muss ich tun dann, wenn es mir klar ist, ich habe sie sofort gestoppt. Jetzt muss ich die freundlich, lieb, besonnen stoppen und sagen, Entschuldigung. Bei uns ist halt so, die Brüder sind hier von Bibel her vorgesehen zu reden. Also ich habe sie wirklich öffentlich gestoppt. Hinterher hat es böses Blut gegeben, aber es hat sich herausgestellt. Die Schwester hat mir dann gesagt, dass sie im Prinzip geglaubt hat, dass sie hier eine Botschaft hätte. Das war schon am Rand der absoluten Schwärmerei, was sie da von sich gegeben hat. Und das war alles andere wie nüchtern, das war auch biblisch nicht in Ordnung, das war völlig daneben. Und ich muss heute sagen, es hat mich keine Sekunde gereut, dass ich die Frau gestoppt habe. Aber ich habe hinterher Schläge bekommen. Das gehört auch zum Besonnenen sein. Man muss das dann vor Gott in Christus tun. Ich muss sagen, dann muss ich mich auch verhauen lassen vor ein paar Gläubigen. Das gehört auch dazu. Ich erzähle jetzt wirklich bloß ein paar Praxisbeispiele, dass man sieht, was hier gemeint ist mit diesem Besonnen. Anständig. Wisst ihr, Anstand ist etwas, das in der heutigen Welt
kaputt gegangen ist. Es gibt halt keinen Erstand mehr. Die Bibel sagt zum Beispiel, zum Erstand gehört vom weißen Haupt, sollst du aufstehen. Ich sage es wirklich nicht wegen meinem weißen Haupt, die ist schon mit 40 weißen Haaren gehabt. Sondern vom Älteren, so, du sollst die Alten ehren. Du sollst bestimmte Dinge des Anstandes, was ein normaler Mensch tut, es kommt jemand, hat die Hände voll, dass du ihm die Türe aufmachst. Also er soll hier die Erstandsregeln, was ein normal bürgerlicher Mensch als Erstand versteht, soll er vertreten. Und wenn er das tut, also er soll, ich sage es immer ganz völlig, ein erständiger, normaler, wohlbesonnener und in dem Fall, man sagt, ein unbescholtener Mensch sei, der einfach sich normal benimmt und trotzdem geistlich ein gewisses Kaliber hat. Das ist eigentlich gewollt. Das nächste ist gastfreundlich. Zum Gastfreundlichen, da möchte ich vorsichtig sein, weil manche glauben, gastfreundlich ist nur, wenn du jetzt dauernd Leute einlädst. Das mag ein Teil, es ist ein Teil der Gastfreundschaft. Wir haben zum Beispiel früher, wo in der Anfangsphase der Gemeinde, haben wir jedes Mal, jeden Sonntag, jeden Prediger, alles nur die ganze Zeit eingeladen gehabt, bis mir kollabiert hat fast. Das war überzogene Gastfreundschaft. Das ist auch wieder falsch. Dann kannst du in eine Phase kommen, wo du eine Zeit lang, sagen wir, Ehrführungszeichen, weniger gastfreundlich oder gar nicht gastfreundlich bist, weil du kaputt gehen würdest. Und der gastfreundlich meine ich einfach die grundsätzliche Bereitschaft, wenn jemand kommt, du bist für ihn auch da, du nimmst ihn, kannst ihn aufnehmen. Das heißt, wenn mir jemand nachts um 2 Uhr ruft und sagt, ich bin kaputt, dann lasse ich ihn rein. Das ist gar keine Frage. Setze ich ihn hin, kümmere mich um ihn, selbst wenn ich schaffen muss und morgens um 6 Uhr auf den Zug muss. Also das ist auch etwas, wo eine grundsätzliche Bereitschaft da ist. Das muss man nicht in der Exzess treiben links, muss man aber auch nicht so machen. Wenn aber jetzt jemand da und sagt, ja, das ist jetzt mein Privatleben, ich will da jetzt niemanden und will nichts, dann ist er sicher ungeeignet als Ältester, weil das ist wieder eine Form, die auch falsch ist. Also man muss hier beide Seiten sehen. Und er muss fähig sein zu lehren. Er braucht keine Lehrgabe, dass man es richtig versteht. Er braucht nicht die Gnadengabe der Lehre, aber er muss lehrfähig sein. Also was erwarte ich von jemandem, der ein Ältester ist? Also von dem erwarte ich wenigstens, dass der Unterschied weiß zwischen der Schöpfungsordnung Gottes, das heißt, was vor 2. Mose 20 bindend ist, und ich erwarte, dass er mit dem mosaischen Gesetz umgehen kann, nicht, dass er dann anfängt und schnell aus dem 5. Mose rausholt und die Leute um die Ohren haut. Ich erwarte, dass er die Bücher des Übergangs versteht, der Apostelgeschichte und der Offenbarung, und ich erwarte, dass er die Grundlehre der Apostel auch versteht. Das sind Dinge, ich erwarte, dass er versteht, letztlich auch die Person Jesu, dass der Sohn Gottes präexistent war, dass er vor Grundlegung der Welt, bevor es überhaupt eine Zeit gegeben hat, auch bevor es sogar Ewigkeiten gegeben hat. Ewigkeit ist auch eine unendliche Zeitform, aber es gibt eine Zeit, praktisch einen Zustand, der gar keine Zeit hat. Das ist die Präexistenz. Und dass der Jesus in dieser Präexistenz beim Vater im Himmel in der Gestalt Gottes, das heißt als Geist, Leib, vorhanden war. Und dass er mit Gott dem Vater praktisch diesen Vorsatz der Ewigkeit geplant hat und dann geschickt wurde. Also diese Grundlehre, oder dass jemand, der lehrfähig ist, der darf nicht hingehen und sagen im Gebet auch, Herr, wir danken dir für dein göttliches Blut. Das ist falsch, das Blut war nicht göttlich, sondern das Wesen war göttlich. Das Blut war Blut nach einem mosaischen Gesetz vom Mensch, der eine göttliche, praktisch einen göttlichen Geist hatte, die göttliche Seele hatte, das dann das Blut so unendlich wertvoll gemacht hat. Das heißt, so Grundzusammenhänge der biblischen Lehre, die erwarte ich einfach. Oder dass zum Beispiel jemand weiß, das gehört auch zum Ältesten, dass wenn jemand stirbt, dass er dann nicht in die Hölle kommt, sondern in die Vorhölle. Dass wenn jemand stirbt, dass er nicht in den Himmel kommt, sondern in den Vorhimmel, ins Paradies. Und dass erst nach der Gesamtauferstehung, praktisch wenn das Preisgericht vorbei ist, dass wir dann im Endzustand sind. So kriegst du alles durcheinander. Also solche Grundzüge. Wisst ihr, ich habe es einmal erlebt, wie ein führender Gemeindeleiter zu mir kam, ganz verwirrt zu mir, zum jungen Kerle, und mich gefragt hat, Karl Laumann, hast du mir Material? Sag, wieso? Ich bin mit Zeuge Jehovas zusammengekommen. Also ein Ältester muss Zeuge Jehovas abwehren können. Ein Ältester muss Neuapostel abwehren können. Er muss Katholiker abwehren können. Er muss Sakramentalisten abwehren können. Er muss den Calvinismus abwehren können. Er muss diese Sahale abwehren können. Das erwarte ich vom Ältesten, wenn er das nicht kann. Er muss auch kirchgeschichtlich ein bisschen Ahnung haben. Ihr meint etwas. Das muss jemand sein, dessen Herz fürs Reich Gottes schlägt, der sich einfach hier auskennt und der auch die Bibel studiert, der auch begonnen hat, wirklich Bibel anzusehen. Wenn er das nicht tut, dann kann er den Dienst nicht tun, weil wenn es hart auf hart geht, ist er in der Lage, vielleicht
mit menschlicher Rhetorik zu antworten, aber er hat dann keine Vollmacht, weil er gar nicht antworten kann, weil er kein Wissen hat, weil er kein geistliches Niveau hat. Also er muss lehrfähig sein, er muss eine gewisse Fähigkeit haben zu lehren. Und jetzt kommt etwas Wichtiges, nicht der Trunkenheit ergeben. Das heißt, er muss zuchtvoll sein auf diesem Gebiet. Was ist Trunkenheit? Trunkenheit heißt einfach, er darf nie betrunken sein. So einfach ist es. Die Bibel sagt nicht, dass man keinen Alkohol trinken darf, sagt sie nicht. Aber sie verbietet Trunkenheit. Die Bibel sagt nicht gewalttätig. Das heißt, er darf nicht von der Natur gewalttätig sein. Er darf nicht dazu neigen, wenn jemand nicht tut, was er will, dass er einen Kragen packt. Darf ich es mal so deutlich sagen? Dass er handgreiflich wird. Es hat immer wieder gegeben, dass führende Leute im Reich Gottes gegeneinander handgreiflich geworden sind. Dass er schreit. Oder in der Reformation, gell, wo reformierte Führer, andere, die andere Lehre hatten, eiskalt, die haben sie gekillt, die haben sie getötet. Die haben es der Obrigkeit ausgeliefert, haben es der Inquisition gezeigt, haben sie bestialisch ermordet. Anders kann man jetzt nicht sagen, ich glaube gar nicht, dass die bekehrt sind. Wer sowas tut, kann nicht bekehrt sein, sagen wir ganz hart. Aber da gehört ein gewisser Friede dazu, dass man nicht gewalttätig ist, sondern dass man auch Widerspruch ertragen kann. Das steht im 2. Timotheus 2, 24 folgende, steht, du musst auch Boshaftigkeit ertragen. Da gehört das dazu. Nicht gewalttätig, wenn dich jemand provoziert, dass du nicht aus der Reserve locker lässt. Das gehört auch dazu. Nicht nach schändlichem Gewinn streben. Der ganz wichtige Punkt. Ich habe Leute gehabt, die Älteste, die hatten einen Gewerbebetrieb und die mussten verkaufen und die haben der ganzen Gemeinde alles verkauft. Solange ich im Kundengeschäft auf der Bank tätig war, habe ich in der Regel keine Kunden gehabt aus der Gemeinde. Das ist ein ganz einfacher Grund. Schöne Trennung, so wie der Staat und die Kirche getrennt sind, so ist Geschäft und Reich Gottes getrennt. Es kam einmal ein Bruder zu mir bei Grabofinanzierung, der wollte sie mit Gewalt. Dann haben sie mal halt gemacht. Aber da habe ich meinen Chef so dermaßen unter Druck gesetzt, dass ich fast nur Prügel gekriegt habe in der Bank zugunsten von meinem Bruder. Und 10 Jahre später, da war ich dann wieder da, war ich dankbar, hat ein fremder Finanzberater, hat das auch gut gesagt, ja, der hat ja aber was Sauberes gemacht. Ich denke, ein Fall und den wenigstens hinterher abgehakt. Aber in der Regel nicht nach Gewinn streben. Ich darf nie, wissen Sie, mir ruft jemand an und sagt, hey, ich habe jetzt ein Gewerbe, ihr habt doch viele Leute in der Gemeinde. Sag ich, stopp. Kann ich da mal was sagen? Sag ich, nein, du kannst gar nichts sagen. Die Leute kommen da nicht mehr, das ist klar. Aber das ist schade, wenn sie nicht mehr kommen. Ja, man muss einfach sagen, die muss man stoppen und sagen, aus, hier ist kein Gewerbebetrieb. Da spielt das Finanzielle, auch dein Job, keine Rolle. Am liebsten ist mir es, kein Mensch weiß, was der andere für einen Beruf hat. Ihr versteht, dass man es gar nicht merkt. Jetzt sagt die Bibel, das alles, dagegen hat einen Gegenpol, sondern gütig. Gütig heißt ganz einfach, man meint es mit jemand gut. Das Wort gütig ist im deutschen Sprachschatz letztendlich verschwunden. Man meint es auch mit dem, der böse ist, zu einem gut. Man sucht das Gute, man sucht dem zu helfen. Nicht streitsüchtig. Da gehört auch dazu, nicht rechthaberisch. Wisst ihr, ich hab Leute, die sind, ich sage es mal vorsichtig, ich habe manchmal Leute, die wollen eine Lehre abwehren. Das haben die Großen ja auch getan. Und die steigern sich dann so rein, dass sie am Rand der Psychiatrie sind. Das ist auch eine Form von Streitsucht. Und wenn du mit den Leuten redest, haben sie immer nur ein Thema. Das, was sie gerade reizt. Wissen Sie, da gibt es 1000 Sachen, was dich im Reich Gottes reizen können. Und da muss ich manchmal sagen, hey, solange du mit dem nichts zu tun hast, was kümmerst du dich um die Sache? Es hat mit dir nichts zu tun. Solange du nichts mit zu tun hast, strecke ich doch nicht auf. Sei nicht streitsüchtig, sondern sei einfach gelinde. Wenn dein Gott will, dass ich eine Flagge zeige, dass ich klar lehrmäßig Stellung beziehe, ist was ganz anderes. Und da gehört dazu, was er dann auch sagt, nicht geldgierig. Ich habe es einmal erlebt, der Bruder hat mich nie mehr eingeladen, aus einem ganz anderen Grund. Er wollte mir Geld geben, ich habe keins genommen. Und scheinbar habe ich ihn da so beleidigt mit dem, habe ich gar nicht gönnt. Ich habe gewusst, dass da, ich wollte ihn einfach nicht ausnehmen. Und das war für mich eine schöne Fahrt und es war alles nett. Und ihr denkt, warum soll ich jetzt von dem Geld nehmen? Hinterher hat sich herausgestellt, der Bruder war wahrscheinlich mit mir mehr als beleidigt.
nur 10 Jahre oder 15 oder 20 danach. Du musst halt sagen, das ist okay. Aber mir ist lieber so, es ist jemand nicht geldgierig, dass jemand nicht nach dem Geld schielt, sondern weißt du, wir rufen Gemeinde an und sagen, wenn Sie zu uns kommen zum Prediger, wie viel Geld wollen Sie? Sei Entschuldigung, völlig falsche Frage. Sei, ich will gar nichts. Ja, wenn wir Ihnen wenigstens die Fahrtkosten sagen, das sei das Einzige, was ich unter Umständen nehme, aber ich nehme kein Geld. Ich predige nicht für Geld. Ich bin frei. Aber wenn man kein Fahrtgeld gab, komme ich trotzdem. Also Geldgier, weg mit. Es gibt natürlich was anderes, wo Brüder von dem leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann predigt sie etwas. Ich kenne den Fall. Dann predigt sie ihre Gemeinde. Und wenn die Gemeinde nicht einig ist, was dann gepredigt wurde, gäbe es dem Bruder kein Geld, der davon lebt. Und der hat dann in der Familie Not, dass sie fast nichts zessen haben. Genau. Ist genauso böse. Also hier muss man nüchtern sein. Auf jeden Fall Geldgier, alles was in die Richtung geht, weg. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Die Bibel sagt ja keinerweise, dass die Kinder alle gläubig sein müssen. Das, was dort steht im Titus, meint im Gesamtzusammenhang von der Bibel her letztendlich treu. Treu und gläubig ist das gleiche Wort. Das heißt, du musst letztlich deinem Haus gut vorstehen. Wisst ihr, wenn jemand zu Hause die Leute im Griff hat, dann hat er sie in der Gemeinde auch nicht im Griff. Das muss man einfach sehen. Wenn jemand zu Hause zu hart ist oder ein Diktator, dann ist er ein Gemeindediktator. Versteht? Das ist ein Tummelfeld. Das ist ein Übungsfeld. Da kannst du dich üben. Da macht auch jeder Fehler, das braucht man gar nicht reden. Aber die Bibel sagt, du musst deinem Haus gut vorstehen. Dann sagt die Bibel, kein Neubekehrter. Ich habe mal eine Gemeinde zugrunde gehen sehen, weil alle Ältesten Neubekehrte waren. Die haben keinerlei Ahnung gehabt. Die haben jeden Fehler gemacht. Jeden Fehler. Die haben dann angefangen, letztendlich Einzelseelsorge mit Frauen zu machen und am Schluss ist fast die ganze Gemeinde in Beschmutzung gefallen. Katastrophe. Kann man nicht in Worte fassen. Und die anderen Brüder haben dann gesagt, ja, es ist doch klar, es waren lauter Frischbekehrte. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, wer hat sie eingesetzt? Dann muss ja die alten Brüder sagen, warum habt ihr die eingesetzt? Warum habt ihr die nicht gelassen und gesagt, jetzt lass mal ausreifen? Und die Bibel sagt, auch kein Neubekehrter, dass er nicht hochmütig wird, dass er nicht aufgeblasen wird, dass er nicht ergeberisch wird, weil dann wird er in ein Gericht des Teufels fallen. Und zwar dann würde nämlich Gott ihn unter Umständen dem Gericht preisgeben müssen, um ihn zu züchtigen. Und dann könnte der Teufel einen Schaden anrichten. Und der Älteste soll ja für die Gemeinde sorgen und nicht mit seiner eigenen Situation, mit seiner eigenen Problematik nur die Gemeinde belasten. Dann ist er schon ganz fehl am Platz. Also ich sage es mal hart, wenn ich früher als junger Gläubiger ein Problem war, spätestens wenn ich Ältester bin, muss ich ein Teil der Lösung sein und kein Problem mehr. Ich darf kein Problemfall sein. Wir haben es heute oft, dass du in Gemeinde die Problemfälle als Älteste hast. Und da kannst du das Kreuz anziehen, wenn du Älteste als Problemfälle hast. Das ist ein Riesenproblem. Wo du dann plötzlich Älteste hast, die statt, dass sie für die Gemeinde sorgen, die Frauen nachsteigen. Konkreter Fall, könnt ihr euch, hat zum Skandal geführt. Das ist eine Katastrophe. Katastrophe. Das nächste, was Paulus hier sagt, er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Das heißt, ich muss ein Leben führen nach Hause, das unantastbar ist. Wenn das nicht da ist, wenn sie dich packen können, gell, und das fängt einmal an, du wirst verlästert, dann musst du dich als Ältester zurückziehen, bis das geregelt ist. Das ist keine Chance. Du musst dich nicht dauerhaft zurückziehen. Das heißt nicht, du kannst nie mehr Ältester sein, wie wenn du wieder heiratest. Aber zum Beispiel, du musst dann aus der Schusslinie gehen, indem er, wenn man dich fragt, ist das jetzt ein Ältester? Und so, nö. Also du musst aus der Schusslinie gehen. Also ihr seht, das ist jetzt dieser regionale Dienst und der hat eine relativ hohes Niveau. Denn hinterher, ich möchte es jetzt nicht abhandeln, ab Vers 8, sagt er für Diakone ein ganz ähnliches Niveau. Das wäre jetzt ein Thema, wenn man Diakone betrachten würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du brauchst als Diakon das gleich hohe Niveau wie ein Ältester. Bloß hast du eine andere Aufgabe von Gott. Und du brauchst vielleicht als Diakon nur ein bisschen mehr das seelsorgerliche Element wie ein Ältester. Ein Ältester ist eher ein Wachhund. Und Diakon ist eher wie ein Hirtehund. Also Diakon hat nochmal ein bisschen andere Funktion. Und jetzt kommt was, das wieder für alle gilt. 2. Timotheus 2,2.
Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das heißt, grundsätzlich musst du lehrfähig sein und du musst treu sein. Wenn jemand älter ist und kann nicht treu sein, ja, du musst dem anderen vertrauen können, du musst den berechnen können, du musst wissen können, ob er dich in die Falle lockt. Du musst wissen, ob er dir das Gesicht schön tut und verhindert sticht. Dann ist kein Ältester. Ältester muss transparent sein. Er kann Fehler machen, aber er muss berechenbar sein. Er muss berechenbar sein, du musst wissen, was der macht. Also der alte Bruder, der Ältester war, wo ich zum Glauben kam und dann langsam aufgebaut wurde, hat auch seine Fehler gehabt, aber der war berechenbar. Du hast genau gewusst, wo du dran bist. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du musst wissen, wo du dran bist. Du musst Leute haben, die treu sind zu der Gemeinde, treu sind zu Gott. Und das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn die nicht da ist, dann hat alles gar keinen Wert. Gut, und Gemeinde selber muss natürlich auch noch was tun, was zuerst einmal mit den Ältesten gar nichts zu tun hat. 1. Korinther 5, 13 zum Beispiel. Eine Gemeindezucht muss eine Gemeinde als Ganzes tun. Die Ältesten können bloß sagen, wir stellen jetzt den unter Gemeindezucht, wenn jemand Ehebruch begeht. Haben wir zweimal gehabt in Albstadt, zum Glück. Wir haben es zweimal verdeckt gehabt, wo jemand schon Buße getan hat und dann das bekannt hat. Da brauchst du dann nicht mehr unter Gemeindezucht stellen. Das war schon geregelt. Und zwei Fälle haben wir gehabt, die sind einfach nicht mehr gekommen. Da kannst du nichts mehr machen. Wenn jemand nicht kommt, brauchst du nicht unter Gemeindezucht stellen, ist nicht mehr da, ist fort. Aber die Bibel sagt, wenn dann die älteste Gemeindezucht öffentlich benennt, dann muss die ganze Gemeinde als Ganzes, und Paulus sagt, tut den Bösen aus eurer Mitte hinaus, muss die ganze Gemeinde wie ein Mann dastehen und Nein sagen. Ihr wisst, wie ich meine, wenn die Bibel sagt, du sollst nicht mit ihm essen, dann kannst du nicht mit ihm Brot brechen, du kannst nicht das Abendmahl mit ihm halten, du kannst nicht privat zum Kaffee einladen, geht nicht mehr. Geht nicht. Bis das geregelt ist. Wenn es geregelt ist, kein Problem. Wenn es nicht geregelt ist, geht nicht. 2. Thessalonicher 3, 6, das gehört alles zu diesen milden Formen. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass er euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Das heißt, keine Krüppel, keine Intrige in der Gemeinde, sondern wenn jemand gegen die Grundlinie der Gemeinde verstößt, dann muss ich etwas von ihm zurückziehen. Das sind Dinge, die können die Ältesten nicht tun und nicht anordnen. Das muss der einzelne Gläubige selber tun. Also ihr merkt jetzt etwas, der Älteste kann nur die grobe Linie vorgeben, auch lehrmäßig. Aber das ganze geistliche Leben müssen die Gläubigen selber tun. Der Älteste ist nicht der große Politiker, der jetzt alles vorgibt, sondern die Gläubigen, die leben ja, die müssen selber dynamisch sein. Der Älteste in der Regel hält den Kopf dafür hin. Und wenn die Krisensituation kommt, stellt er sich hin und schützt die Gemeinde. Er wacht über die Seele. Und da gehört natürlich etwas dazu, und das muss man ganz nüchtern sehen. Was heißt das Wache über die Seele? Sag mal, ein Ältester, der nicht jeden Tag in seinem Gebetsdienst die ganze Gemeinde durchbetet, was will ich mit so einem Ältesten? Versteht ihr? Da muss doch jemand, ich muss doch die Seele auf meiner Seele haben und muss sagen, Herr, erbarm dich dem, dämpf den, stütz den, ich muss doch die Gemeinde durchbeten. Ja, ich habe mal gesagt, dass ich in der Regel täglich die Gemeinde durchbete. Da ist ein Bruder drin geguckt, der war ehrlich, der hat gesagt, das glaube ich nicht. Ich sage, selbst wenn du es nicht glaubst, ist so. Wenn es mal einen Tag gibt, wo ich es nicht kann, es passiert auch mal. Nur muss ich sagen, am nächsten Tag, da schleiche ich dann rum, denn habe ich irgendwas versäumt. Aber die Regel muss sein, dass du die Gemeinde am Gebet durchkämpfst. Und das ist das, was der Paulus hier meint, wenn er sagt, mit Eifer. Um das alles zu tun, brauche ich ein gewisser Eifer. Ihr merkt jetzt was, er bringt jetzt plötzlich was und sagt, eine Geistesgabe plus die Haltung, er springt der Segen Gottes. Wenn man jetzt der älteste Dienst, dieser nicht wirksame, überregionale Ältestendienst, sondern dieser wirklich normale Ältestendienst, wenn man Titus 1, 5 anguckt, dann sagt er, du sollst das, was mangelt, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen. Das heißt, wenn eine Gemeinde keine Älteste hat, keine Männer, die das tun, dann hat er letztendlich Mangel, dann hat die Gemeinde Mangel. Das gehört dazu, dass eine Gemeinde funktioniert. Und da gehört wieder Hebräer 13, 7 dazu, du hast Leute, die müssen vorne rausgehen, ob du das willst oder nicht. Und da gibt es auch Leute, von denen sagt Galater 2, 9, Säulen. Und das merkst du relativ schnell, wer eine Säule ist. Eine Säule ist jemand, der tragen kann. Der muss tragen. Der muss da durch. Wisst ihr, ich habe es oft in der Gemeinde erlebt. Säule hast du wenige, aber viele Leute, die mitschwätzen wollen. Viele Leute, die kritisieren. Viele Leute, die unzufrieden sind. Aber Säule,
die hinsteht und mit den Schultern die Gemeinde trage, das hast du wenig. Das gehört hier auch dazu. Älteste können nur ihren Dienst tun, wenn du in der Gemeinde Säule hast, zusätzlich zu den Ältesten, die mittragen. Weil das ist ein Zusammenspiel des Leibes Jesu Christi. 1. Timotheus 5, Vers 17, bevor man Titus anguckt. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Das heißt zu Deutsch, die Bibel sagt hier, das ist etwas, das von Gott her ein gewisses Ansehen hat. Und das soll die Gemeinde genauso sehen. Heute ist es ja so, du bist das gewöhnt, die Politiker werden verlästert und genauso werden in der Regel die Ältesten verlästert. Das ist eine Unsitte. Das ist Zeitgeist. Das ist Endzeit. Wenn man jetzt das sich anguckt und Titus anguckt, dann hast du praktisch wieder den Katalog. Er sagt hier, untadlig, haben wir wieder das Gleiche. Mann einer Frau, treue Kinder, jetzt haben wir das, die Kinder in Unterordnung halten, treue Kinder. Jetzt erklärt er das, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Das heißt, die Kinder müssen nur in einem bestimmten Rahmen gehalten werden, dann ist die Bibel schon zufrieden. Denn ein Aufseher muss untadlich sein, als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig. Das geht alles in die gleiche Richtung wie vorher. Nicht jähzornig, das ist gewalttätig, nicht aufbrausend. Nicht der Trunkenheit ergeben, wieder Alkohol als Problem. Wisst ihr, wenn mir jemand sagt, oh, wir waren mit dem Bruder zusammen, ich weiß, das Schnellste, der hat auch ganz schön bechert. Entschuldigung, habe ich schon gehört, aus dem Urlaub, solche Nachrichten, da geht es mal kalte Buckel runter. Da lässt die Leute keine Bibel. Nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gastfrei, das Gute lieben, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Wisst ihr, das ist nur mit anderen Worten genau der gleiche Katalog. Und jetzt sagt er in Vers 9, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widerspenstigen zu überführen. Wieder der gleiche Gedanke, eine gewisse Grundlehrfähigkeit. Und wenn man das jetzt in aller Ruhe anguckt und Apostelgeschichte 20, 28 sich besieht, das ist ja jetzt ein Praxisbericht. Die Apostelgeschichte steht drüber im griechischen Praxis der Apostel. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Das älteste Dienst als Ganzes ist zusammengefasst mit zwei großen Bereichen. Habe Acht auf dich selbst. Das heißt, du musst aufpassen, dass du hier ein Niveau hast. Pass auf. Du darfst auch nicht in Sünde leben. Die Bibel sagt, wenn jemand sagt, dass er nicht sündig ist, ist ein Lügner. Aber es ist ein Unterschied, ob du in Sünde fällst oder ob du in Sünde lebst. Das ist ein riesiger Unterschied. Und hier sagt die Bibel ganz klar, praktisch, du musst auf dich selber aufpassen und du musst die Gemeinde Gottes hüten. Hüte heißt, zum Beispiel, ich sehe jetzt, es kommt eine Gefahr auf die Gemeinde zu durch die Emerging Church. Da besorge ich Material gegen die Emerging Church und lege das aus und sage, die Geschwister, lest es, ihr müsst es lesen, das ist eine Gefahr. Oder ich besorge erbauliches Material und sage, es ist wichtig für die Gemeinde, dass sie was Gescheites zum Lesen hat. Nämlich ein Ältester muss auch gucken, dass auf dem Büchertisch und solche Sachen gutes Material liegt. Ein Büchertisch ist immer kritisch. Das muss man ganz nüchtern sein, ist immer kritisch. Da liegt auch meistens, von Zeit zu Zeit liegt Zeugs drauf und da können oft die Geschwister nicht einmal was davon. Weil du hast manchmal Verlage, die du für positiv erachtest und dann kriegst du von denen genau was, wo hinten und vorne keinen Wert hat. Und oft ist es auch so, wenn du wenig Ahnung hast, macht jemand der Büchertisch als Neuling, dann musst du dem helfen. Der muss auch mal einen Blindschuss machen, muss halt dann immer wieder drüber gehen und ein paar kassieren. Das mache ich auch manchmal, dass ich einfach wegtue. Und dann musst du ihnen sagen, hey, von dem Autor bitte nicht, der ist nicht sauber. Weil das ist gut. Wenn jemand geistlich ist, lässt er sich das sagen. Also man muss hier einfach für die Gläubigen sorgen. Und dieses Anforderungsprofil, das wir hier gesehen haben, das ist eigentlich so, dass es letztendlich ganz genau das abdeckt, was wir letztendlich meinen. Und zwar
Es ist ein Grundniveau und ein eifriges Sorgen für die Gemeinde. Ich muss eifrig sein, mich selber vor Gott in Ordnung zu halten. Ich muss eifrig zu sein, für die Gemeinde zu sorgen. Wisst ihr, wenn er die Kriterien anguckt und guckt, ob jemand das tut als Ältester, dann kann er unsympathisch sein, er kann Fehler machen, er kann auch Dummheiten machen, aber dann ist er auf dem richtigen Weg. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn aber jemand ganz souverän ist, ganz cool, keine Fehler macht, Vorsicht vor alle Brüder und Schwestern, die sich nie entschuldigen müssen, sage ich mal ganz ehrlich, wenn jemand immer ganz perfekt ist, und ich kenne 20 Jahre, 20 Jahre hat er nie einen Fehler gemacht, krieg Bauchweh. Mir ist einer, der sich jede Woche einmal entschuldigen muss, geht er am Schluss auf den Nerv, aber immerhin, der ist mir noch lieber wie jemand, der anders ist. Das heißt, jemand, der einfach lebt, geistlich sauber ist. Und dann siehst du, er meint es gut mit der Gemeinde, er sorgt für die Gemeinde, er will der Gemeinde was Gutes tun. Wisst ihr, ein Ältester wird zum Beispiel, wenn er nicht geldgierig ist, egal wie die Finanzen der Gemeinde sind, wird er das ganze evangelistische und geistliche Material der Gemeinde kostenlos zur Verfügung stellen. Was die dann mitmachen, ob dann jemand jemals in der Opferstock wird, ist egal. Ist im Herzen eine Sache. Das heißt, er wird die Gläubigen helfen, er ist ein Gehilfe zu ihrer Freude, sagt Paulus. Ein Gehilfe, dass sie wieder geistlich sein können. Weil das muss man mit Eifer treiben. Das ist etwas, das durch die Geistesgabe als Block da ist und dann kultiviert werden muss. Oder jemand, der das durch wirklich hohes Niveau geistliche, der zuchtvoll lebt, das herbeiführen kann bei sich. Und beide dürfen den voll gleichwertigen, gleichbedeutenden Ältestendienst tun. Nur müsst ihr es tun. Wenn sie das nicht tun, dann gibt man ein Problem. Jetzt kann man sagen, ja, und die Auswahl. Im Titus sagt er, ich habe dir Gebote, Älteste einzusetzen. Wie wählt man Älteste? Wählt man die? Werden die gewählt nach einem Prinzip? Also, ich sage es mal vorsichtig. Apostellehre ersetzt Apostelgegenwart. Das ist eine ganz einfache Regel. Wir haben keine Apostel mehr. Um ein Apostel zu sein, musstest du der Herr Jesus auferstanden gesehen haben. Gibt es nicht mehr. Du hast aber Apostel im Sinne von Missionare. Heute wird man zum Apostel sagen, ist ein Missionar, aber hat aber nicht die apostolische Zeichen, hat nicht die Gegenwart des Herrn gesehen. Das ist ein Unterschied, das ist ein anderes Niveau. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Wie setze ich einen Ältesten ein? Also gibt es ja schon mal die überregionale Arbeit. Ich erzähle euch einfach, wie wir ihrer Schwestergemeinde Älteste eingesetzt haben, wie das ging. Wir haben gesehen, dass man der Gemeinde Älteste braucht. Und dann ist was ganz Einfaches passiert. Dann haben sich die überregionale Älteste in Absprache mit der Gemeinde getroffen im Erholungsheim. Wir waren, glaube ich, vier überregional. Es waren die Leute, der Gründer der Gemeinde, der überregional die Gründung veranlasst hat. Ich war einer von den Verkündigern. Dann war es waren einfach vier Leute, die überregional der Gemeinde gedient haben. Wir haben uns dann zurückgezogen. Wir haben dann der Gemeinde gesagt, die ganze Gemeinde war da, im Raum. Ihr betet und wir betet. Wir schreien zum Herrn, zeig, was du tun willst. Man hat das schon vorher lang vorbereitet, gell? Das war also kein Pfusch. Und dann, wo wir fertig waren mit Beten, dann haben wir Älteste, teilweise von der anderen Gemeinde, wir überregionale Arbeiter, sind einfach zusammengeguckt und haben gesagt, gibt es von den Brüdern, und jetzt kommt natürlich was Wichtiges, die musst du kennen, auch vom Charakter her, die musst du kennen von ihren Reaktionen her, gibt es jemand, der unstrittig ist, als Ältester? Und das Interessante war, wir hatten sofort einen Bruder, der völlig unstrittig war. Apostelgeschichte 15, der Heilige Geist und wir. Wenn Gott alle beteiligt, das gleiche Zeugnis gibt, dann kannst du davon ausgehen, das stimmt. Haben wir gesagt. Also einer gesetzt. Dann haben wir eine ganze Gruppe gehabt von anderen, die waren teils, teils. Dann haben wir das erwogen. Haben sie abgewogen. Haben gesagt, der ist nur anfällig hier. Der wird umfallen, wenn sein altes Umfeld ergreift. Der ist noch nicht so, nicht ausgebildet, aber der wird nicht umfallen. Und dann so. Und dann sind wir hingegangen und haben die Gemeinde gebeten, noch weiter zu beten, haben die Brüder zuerst geholt. Dann haben wir deine Brüder gesagt, jetzt pass mal auf, da waren die alle drin. Dann haben wir gesagt, wir haben es so und so gemacht, für uns ist unstrittig er. Wir haben erwogen, 1, 2, 3, 4, haben wir ganz klar gesagt, diese 6 haben wir erwogen, davor haben wir höchstens jetzt 3 in die nähere Wahl gezogen, aus folgenden Gründen. Haben wir einer gesagt, wir sehen bei dir, du hast da nur eine Weichstelle, du musst zuerst hart wäre auch hier, dass du hinstehen kannst. Haben es ganz offen gesagt vor den Brüdern. Da war niemand beleidigt, das war gut am Schluss. Und dann haben wir gesagt, die andere 3 sind jetzt einfach auf Bewährung. Das heißt, wir setzen in dem Fall 3 oder 4 Älteste, ich glaube 3 war es. Und das geht jetzt noch Bewährung. Jetzt muss man einfach sehen, wer sich bewährt. Sollen wir die eingesetzt? Ich glaube, dass es so geht.
Und so ist es dann auch passiert. Das heißt, der Heilige Geist und wir. Man muss hier nüchtern sachlich sein. Gell, man hat natürlich Anforderungen und man kann dann auch streben. Wenn das jemand tut, du siehst das, dann kommt er in die engere Wahl. Was nicht völlig falsch ist, indem du zum Beispiel die Gemeinde fragst, wen wollt ihr denn als Ältester? Indem du wählst, indem du noch Sympathie gehst, indem du noch menschliche Kriterien gehst. Das darf man nicht. Sondern 1. Petrus 5, die erste Verse, Vers 2. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinnstreben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Eines der ganz großen Kriterien, einen Ältesten rauszusuchen, ist ganz klar, zum Beispiel, dass er Vorbildfunktion hat. Das heißt, dass er vorbildlich marschiert, dass er vorbildlich geht. Das heißt, dass er vorbildlich ist, dass man sagt, jawohl, wenn du so machst wie der, dann ist es in Ordnung. Und dass er wirklich hingegeben ist und keine eigenen Ziele hat, weder finanziell noch ehrmäßig noch sonst etwas. Und wenn man das hat, dann hat man den Großteil erfüllt. Da kann man Titus 1, die weiteren Punkte angucken. Ganz wichtiger Punkt. Was ist, wenn ein Ältester ganz klar diese Kriterien hat, ganz klar vom Heiligen Geist bestätigt ist, ganz klar da ist und er kommt in die Krise. Und er erfüllt vom Titus oder vom 1. Timotheus 3, 4 Punkte eine Zeit lang nicht. Dann lehrt die Bibel nicht, dass ich ihn zurückziehen muss. Lehrt sie nicht. Sondern sie sagt im Gegenteil. Und jetzt kommen wir zu den erkitzlichen Punkten. 1. Timotheus 5, 19. Da sind zwei Eckpfeiler. Sie sagt hier, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer von 2 oder 3 Zeugen. Aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Wenn gegen einen Ältesten Klage kommt, dann musst du sagen, also gut, wo sind die 2 Zeugen? Das heißt, ein Ältester hat einen gewissen Schutz auch gegen Anklage, gegen Verleumdung. Aber gleichzeitig sagt sie, wenn sich dann rausstellt, kein Verdacht, Verdacht hatte ich schon nicht bloß einmal, sondern wenn es dann heißt, ist es jetzt echt oder dritte? Vers 19 und dann Vers 20. Die, welche sündigen, weise zurecht vor allem, damit sich auch die anderen sündigen. Wenn es dann wirklich rausstellt, dass die Anklage stimmt, dann musst du das öffentlich abhandeln. Wenn es stimmt, aber nicht auf Verdacht. Steht ihr? Sobald es klar ist. Das haben wir immer gemacht in Albstadt. Wenn es klar war, sind wir sofort aufgestanden, hingestanden, sofort zugeschlagen. Wenn es nicht ist, ich mache auf Verdacht nichts. Es muss klar sein. Weil Gott ist kein Gott des Verdachtes, sondern wenn Gott etwas offenbart, dann offenbart er so, dass der Dümmste und der Einfältigste es merkt. Dann kann es jeder erkennen. Also da sagt die Bibel, einmal ein voller Schutz, aber einmal, wenn dann irgendwas ist, auch eine volle Härte, indem man das einfach öffentlich abhandelt. Dann 1. Thessalonicher 5, 12, das war mein Fehler, weil ich auch Timotheus gelesen. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten, und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und da steht bei zurechtweisen das griechische Wort nuteteo, das heißt, die euch ins Gewissen reden. Das heißt, es ist klar, dass ein Ältester das Gewissen reden muss. Wisst ihr, wenn zu mir zum Beispiel jemand kommt und sagt, oh, ich mache jetzt beruflich das und das und ich bin Ältester und ich habe den Eindruck, das ist falsch, dann rede ich dem das Gewissen und sage, du, ich würde das nicht machen. Ja, warum denn nicht? Hat die Gemeinde dann ein Problem kriegen und so weiter und so fort. Dann sagt die Bibel, du musst sie achten, und du musst letztendlich um des Werkes willen in Frieden mit ihnen leben. Das heißt, es ist auch ein bestimmter Schutz von Gott her, wo Gott auch eine Vorbildfunktion honoriert. Ja, und die letzte Entscheidung, ob das wirklich dein sauberer Ältester ist, ob das alles sauber ist, hast du dann wieder mit 2. Timotheus 10, 18, in dem es Gott bestätigt. Apostelgeschichte 20, 28, vom Heiligen Geist eingesetzt. Und der Muster, wie das ist, ist wieder 1. Timotheus 4, 12 und 16, wo du beim Timotheus wieder die gleiche Logik siehst, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Das heißt wieder, selber sich schützen, selber Niveau zeigen, selber sauber sein und hier mit Eifer das treiben. Hebräer 13, 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch.
Also wie gesagt, nochmal ganz klar, ein Ältester muss eins vor Gott Rechenschaft ablegen für die Seele, die er anvertraut hat. Wenn du mal Gläubige sagst, zum Beispiel Albstadt, wenn du in Albstadt Ältester sein willst, dann haftest du mit deinem vollen Privatvermögen für jeden, wenn die Gemeinde dort, sagen wir, du machst einen 10-jährigen Mietvertrag, wir haben ja langfristige Mietverträge und man löst die Gemeinde auf, dann musst du 10 Jahre die Miete mitzahlen. Ist dir das klar? 10 Jahre, wenn es dumm geht. Und du haftest vom Gesetzgeber. Wenn da irgendwas passiert, bist du haftbar. Wenn ein Unfall passiert, ist schon mal ein Traktor umgefallen beim Jungscharlager. Tja, Entschuldigung, wer ist haftbar? Und das Nächste, du haftest vor Gott. Wisst ihr, wenn man das sieht, dann musst du die Leute fragen und sagen, willst du jetzt immer noch Ältester sein? Wenn dann jemand sagt, ja, von ganzem Herzen und mit Eifer, ohne eigene Ziele Gott dient, dann ist der Richtige. Also ihr merkt, das ist ein kitzliges Gebiet. Ich wollte jetzt ganz bewusst das breit abhandeln, dass wir es verstehen. Kolosser 2,5, wir kommen zum Schluss. Er sagt, ich sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus Jesus. Er sieht mit Freuden die Ordnung. Das heißt, Älteste müssen auch darüber wachen, dass eine gewisse Ordnung in der Gemeinde aufrechter gehalten wird, ohne dass es zum Links- oder Rechtsextrem kommt. Das heißt, sie müssen auch hier besonnen sein. Wisst ihr, da kommt ja immer das alte Lied. Du hast in der Frauenfrage nie Gläubige, die alle zufrieden sind. Das erlebst du einfach nicht. Und da musst du genau wissen, was du biblisch lehren willst und was biblisch richtig ist. 1. Johannes 3,16. Darin haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Da steht im Griechischen die Seele. Jetzt sagt der Jesus was ganz Einfaches. Matthäus 24, 45. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Warum kann ich zum Beispiel, wenn ich Ältester bin, voll für die Gemeinde sorgen und brauche keine Angst zu haben und muss nicht dauernd, was manche tun, mich nur um meine eigene Bereitschaft kümmern, wenn der Herr Jesus wiederkommt? Da sagt der Herr Jesus, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Und der andere wird letztendlich hinausgeworfen. Das ist ganz einfach. Wenn jemand so einen Dienst vor Gott hat, oder wenn jemand der Ältestenamt erstrebt und sagt, ich bin bereit, diese Laster auf mich zu nehmen, und bin bereit von ganzem Herzen, wenn ich die Gemeinde lieb habe, wenn ich der Herr der Gemeinde, der Herr Jesus, lieb habe, diesen Dienst zu tun, dann ist er auch bereit, wenn der Herr Jesus kommt. Das ist ein ganz einfacher Punkt. Wer arbeitet für den Herrn, ist bereit. Sagt die Bibel ganz klar. Wisst ihr, jetzt versteht er auch, unser Auflistungskatalog aus Römer 12 ist ein Geistesgabekatalog, aber weil es ein Gebiet ist, das nicht nur von der Geistesgabe bedient wird, muss man jetzt den Ältesten ganz angucken. Und jetzt kann man ganz einfach was nüchtern sagen, ein Ältester braucht Niveau. Ein Ältester wird nicht gewählt, sondern wird nach geistlicher Richtlinie herausgesucht. Er braucht ein bestimmtes Niveau in seinem eigenen geistlichen Leben, in seinem Charakter. Also Jezorn hat mit Charakter zu tun, zuerst mal. Ist seinem eigenen Charakter, ist seinem Suchtverhalten und er muss gleichzeitig jemand sein, dessen Herz für den Herr Jesus und für die Gemeinde schlägt. Das heißt, er muss fürsorglich sein. Er muss auch eine gewisse Güte haben. Er muss mit den Menschen gut meinen. Er muss aber besonnen sein. Er muss nüchtern sein. Er darf keine Lieblingsthema, keine Macken haben, sondern er muss sachlich sein. Er muss wirklich profihaft reagieren können, wenn es hart auf hart geht. Und Paulus sagt dann was ganz Einfaches und ich denke, das ist so sein Hauptargument, wo er sagt, und wenn jemand vorsteht, der tue es mit Eifer. Das ist keine ländelärme Berufung, das ist kein halblebiger, nebenberuflicher Job, sondern das ist was, wo man von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte tut. Und da muss man notfalls sein ganz Privatleben und seine Hobbys opfern, wenn es hart auf hart geht. Also, ich möchte es jetzt auch nicht zu glorifizieren, das ist mir auch wichtig, sondern ich möchte einfach ein nüchtern sachliches Bild zeigen, was meint die Bibel. Jetzt ist natürlich so, es gibt es unterschiedliche Charaktere, es gibt unterschiedliche Gemeinden, unterschiedliche Gemeindestrukturen. Das, was ich jetzt gezeigt habe, ist nur der grobe Abriss, der grobe Grundsatz. Und wie das dann ihre Gemeinde selber örtlich
wie das beim Mensch persönlich abläuft, ist immer Sache zwischen mir und Gott. Von daher, nur bitte, Gemeinde, ich sage es immer vorsichtig, Ältestamt ist nichts Einfaches. Hier dafür zu beten, ist ein hehres Ziel für Gläubige. Wenn ihr was Gutes tun wollt, der Gemeinde, dann betet dafür die Ältesten, dass sie genauso sind. Nicht was Besonderes, sondern dass sie so sind. Aber wenn sie Freiheit haben, euch bestimmte Probleme zu sagen, dann betet dafür. Das ist auch der Grund, warum die Bibel sagt, wir müssen beten. Wirklich beten vor Gott, dass es funktioniert. Und dann kommt dieser Organismus auch, Epheser 4, dass der Jesus als Haupt in die Gemeinde reinwirken kann durch alle diese Dienste, durch alle diese Ämter. Und dann ist die Gemeinde etwas zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und ein ganz großes Zeichen, dass das alles funktioniert, ist, wenn die Gemeinde Ruhe und Friede hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht, wenn sie Event hat, nicht, wenn sie Action hat. Ruhe und Friede. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, ich möchte einfach danken, dass du alles so wohlweislich geordnet hast, auch in deiner Gemeinde, so wie es Gesetze gibt in der Natur, dass du geistliche Gesetze gegeben hast, geistliche Richtlinie, geistliche Vorgehensweise. Wir möchten dich einfach bitten, dass du trotz aller Schwachheit hilfst, dass wir dir dienen können, jeder in seiner Berufung, und dass auch alles, was Älteste betrifft, einfach von dir so gesteuert wird als Haupt, dass du zum Ziele kommst mit jedem von uns. Erbarme dich. Ich bitte einfach, dass du hilfst, diese Endzeit, dass wir sie als Gemeinde überstehen, dass wir Gnade haben über Bitte und Verstehen. Dafür danke ich dir. Amen.